Was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wie du eine 99er oder 100er Karte in MyTeam bekommen kannst, zeige ich dir jetzt. Ihr seht schon hier auf dem Bild das Stichwort Twitch Drops. Das ist eine Funktion in Twitch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Games oder anderen Sachen, die Streams machen, aber meistens doch schon eher Games. Wenn du dann einen Stream in dieser Kategorie guckst, jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Twitch Drops bei NBA 2K25 aktiviert werden würden, und ich NBA 2K25 streame und du guckst den Stream bei mir unter dieser Kategorie für, sagen wir jetzt mal, eine Stunde, dann würdest du eine Belohnung dafür bekommen, weil Twitch dann, wenn du deinen Account damit verknüpft hast, die Zeit irgendwie mitmessen kann und dann, ja, dich belohnt. 2K macht das jetzt, nach, weiß ich nicht, wie lange Zeit das schon geht, aber jetzt machen sie es am 20. Juli, am 19. Juli, je nachdem, wann ihr guckt, wann ich es auch aufnehme. Das ist jetzt nämlich genau 0 Uhr umgesprungen. Ja, heute war der erste Stream. Der ist jetzt schon über eine Stunde. Ich habe meine Belohnung jetzt schon bekommen, denn wenn du eine Stunde lang über 3 Wochen guckst, wird zusammengerechnet, dann bekommst du als MyTeam-Spieler eine Stunde doppelte XP oder eine 99er oder 100er Overall-Karte als Unsellable Pack. MyCareer-Spieler bekommen auch was, die bekommen Skill Boosts und auch Double XP, aber das interessiert mich persönlich nicht, weil ich kein MyCareer-Player bin. Heute war der erste, nächste Woche ist der zweite und am Freitag, den 2. August, ist der dritte Stream. Wie gesagt, es reicht auch, wenn du 3x 20 Minuten guckst, aber ich habe das jetzt einfach nebenher laufen lassen, Ton aus, ganz leise und einfach nebenher ein bisschen gezockt. Und jetzt möchte ich das Ganze einlösen, aber vorher möchte ich euch zeigen, wie ihr das überhaupt bekommen könnt. Und zwar, wenn ihr einen Twitch-Account habt, dann müsst ihr hier oben auf euer Symbol und dann geht ihr auf Drops und Belohnungen. Hier in diesem Bereich müsste das dann eigentlich sein. Der zeigt mir jetzt hier 3% an, das ist aber nicht richtig. Wenn man jetzt hier drauf geht, dann kommst du auf eine Seite, die Drops und Belohnungen, Inventar, das ist das, was du hast und alle Kampagnen. Ja, alles, was geht, keine Ahnung. Da war ich noch nie, aber das ist jetzt das, was du brauchst. Also du gehst über dein Profil auf Drops und Belohnungen und kommst dann auf diese Seite. Und hier sind dann alle Fortschritte, die du hast. Ich weiß nicht, wie ich hier mal drauf gekommen bin. Muss wohl irgendwann eingeschlafen sein und jemand hat geradet. Aber ja, ich kann mir das jetzt abholen, hier drauf. Geht jetzt wahrscheinlich bei mir direkt, weil ich die Konten schon verknüpft habe. Aber wir gucken mal. Genau. Verknüpfe dein Twitch-Konto mit deinen Spielkonten, um diese Ingame-Belohnungen zu erhalten. Wir gehen da drauf und landen dann auf der Twitch-Drop-Seite von NBA 2K. Hier ist nochmal eine Anleitung, wie das Ganze gehen soll. Das könnt ihr euch dann mal in Ruhe durchlesen. Die Seite ist nba.2k.com/twitch-drops/. Ja, ich muss jetzt mich hier in Twitch einloggen. Ich werde jetzt meine Daten autorisieren. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass die meinen Account nicht hacken. Und jetzt bekomme ich hier meinen Lockercode angezeigt. Achtung Leute, wenn ihr euren Lockercode habt, gebt den direkt ein und zeigt den niemand anderen, weil das sind individuelle Codes. Das bedeutet, wenn du den jetzt verlierst, weil jemand anderes den für dich eingibt, dann kriegst du keinen Code, weil jeder Twitch-Account kann nur einen Lockercode bekommen. Ich kann euch den jetzt zeigen, weil ich werde den jetzt hier auch direkt eingeben. Deswegen wechsle ich gerade mal rüber in meine Spielszene und zeige euch dann, was ich daraus ziehen werde. Wir gehen dafür, den Lockercode eingeben, auf die Startseite ganz links und gehen dann auf das Community Hub, gehen dann auf Kabinencode eingeben und dann kann ich es eingeben. 27. Okay, ich habe den Code jetzt eingegeben. Ich hoffe, dass kein Fehler da war. Jawohl, der Code ist redeemed. Ich kann jetzt das Pack ziehen und ja, hoffe, dass ich eine Karte ziehe, die ich erstens gut gebrauchen kann und zweitens keine doppelte, beziehungsweise mir wäre eine doppelte lieber als eine, die ich nicht gebrauchen kann, aber nicht doppelt habe, weil ja, sonst liegt die einfach nur in der Collection, wenn es eine doppelte ist, die ich aber nicht gebrauchen kann, beziehungsweise überhaupt doppelt, dann kann ich den Exchange packen. Das wäre mir viel lieber. Und genau das machen wir jetzt. Ich habe noch ganz viele Nicolas Batums und andere Galaxy Opals übrig. Ich weiß noch nicht, für welches Deluxe Pack ich das irgendwann mal in Exchange packen werde, aber
Wir gehen jetzt erstmal rein. 3, 2, 1, 99 oder 100 overall. Ich gehe mal davon aus, dass es ein 99er sein wird. Die Quoten dafür sind einfach... 100 overall. Okay, und jetzt ist die Frage, wer ist es? Ich würde mich riesig über einen Bol Bol freuen, weil Power Forward, Small Forward, Bol Bol wäre einfach mächtig. Alles andere müssen wir einmal gucken. Deswegen, ich will nicht zu viel Zeit verschwenden. Drehen um in 3, 2, 1, go. Okay, let's go. Wir haben Center. Ah, Center habe ich schon. Oh, D-Rob! Das ist eine richtig gute Karte. Der gefällt mir richtig gut. Den auf Power Forward zu haben, das ist, glaube ich, echt nicht schlecht. Yo, den gucken wir uns gleich mal an. D-Rob gezogen aus dem Locker-Code für diesen Twitch-Drop. Das ist doch mal ein dickes W. Da kann man sich jetzt schon mal bei 2K bedanken. Das ist irgendwie eines der ganz wenigen Ws in diesem Jahr. Und wir nehmen hier direkt einen ziemlich guten Spieler mit. Warum ist er so gut? Der Release von David Robinson ist jetzt nicht der allergeilste, aber wenn wir jetzt an Big Man denken, dann ist der schon gut. Also ist schon ausreichend. Was an dieser Karte sehr gefällt, ist dieser Behind the Back. Weil das ist einer, aus dem du richtig schön deinen Gegner verarschen kannst. Gehst hier zur Seite, zack. Erinnert so ein bisschen an Glenn Rice, ne? Von dem Movement her. Es könnte der Murray Behind the Back sein. Gehst hier rein, zack, zack, wirfst. Gucken wir uns mal den Lina an. Ja, das ist... Oh, das könnte auch eventuell Pro 2 sein. Das könnte Pro 2 sein. Das Bein sieht schwer nach Pro 2 aus. Also die Karte hat ja gefühlt alles, was du haben willst. Gucken wir uns mal hier diesen Move an. Ja, okay. Ja, ich brauche nicht mehr sehen. Die Karte ist brutal. Und jetzt müssen wir einmal ganz kurz darüber sprechen, warum NBA 2K das mit den Twitch-Drops nicht schon viel früher gemacht hat. Leute, ihr müsst einmal gucken. NBA 2K hat gerade 11.337 Zuschauer auf dem Livestream. Es wird jetzt weniger, weil die Leute ihren Twitch-Code haben und das Ganze jetzt beenden. Wir sind am 20. Juli, NBA 2K macht einen Stream und es gucken 13.000, 14.000 Leute in der Spitze zu. Stellt euch mal vor, was das für Nummern wären, wenn wir das in den ersten Tagen oder in den ersten Wochen von 2K machen würden. Was 2K da liegen gelassen hat an Aufmerksamkeit, an Support von der Community für die eigenen Streams, wo sie nochmal Werbung für andere Sachen machen können. Ich hoffe einfach nur, dass 2K daraus gelernt hat und dass sie das jetzt zukünftig öfters mit guten Belohnungen machen werden. Weil das heute war das beste Beispiel. Das Game ist eigentlich... Na, was heißt eigentlich? Das Game ist komplett tot und es kommen 13.000 Leute zusammen, weil sie diese Belohnung haben möchten. Nebenbei guckst du trotzdem den Stream. Nebenbei kriegst du trotzdem genug Werbung unter genug Leute, dass sich das lohnt, auch wenn Leute den Stream auf Stumm stellen, so wie ich das gemacht habe. Das darf man echt nicht unterschätzen. Und jetzt stellt euch mal bitte vor, wie geil es wäre, wenn NBA 2K diese Twitch-Drops auch aktivieren würde für alle Leute, die NBA 2K streamen und NBA 2K Streams bei anderen Streamern gucken. Das heißt, nicht nur auf dem Kanal von NBA 2K, sondern jetzt auch zum Beispiel auf meinem Kanal, auf, keine Ahnung, dem Kanal von Max oder wo auch immer. Egal, wo du NBA 2K guckst, kriegst du diesen Fortschritt für Twitch Drops. Sagen wir mal, es gibt jede Woche oder alle paar Tage irgendwelche Belohnungen und du kannst dann auf Twitch deine Minuten sammeln für diese Belohnung. Wie geil wäre das? Einmal für 2K, weil die Leute gucken die Streams, das ist wieder Promo fürs Spiel. Das ist gute Aufmerksamkeit für Leute, die noch nicht im Spiel dabei sind. Und wie geil ist das denn für die Streamer, die mehr Zuschauer bekommen? Ob das jetzt wegen dem Code ist oder nicht, das ist doch erstmal egal. Die Leute sind erstmal in dem Stream drin. Und was dann passiert, das liegt an einem Streamer. Bin ich dann ein guter Streamer, bleiben die Leute bei mir. Bin ich ein scheiß Streamer, gehen die Leute weiter oder stellen auf stumm und wollen einfach nur ihre Zeit absitzen. Ist doch okay. Ich finde es nur schade, dass das erst so spät ist. Aber ich freue mich, dass es überhaupt kommt. Und deswegen muss man hier sagen, an dieser Stelle, seltenes W von 2K.
Und es muss mal erwähnt werden, und ich will es auch nochmal für euch auf den Schirm bringen, falls ihr noch einen 99er oder eine 100er Karte haben möchtet, guckt nächste Woche Freitag oder übernächste Woche Freitag insgesamt eine Stunde diesen 2K-Stream. Vergesst bitte nicht vorher, eure Konten dazu verknüpfen. Und ein Hinweis noch, sie haben hier die amerikanischen Zeiten hingeschrieben, 5 p.m. ET ist bei uns in Deutschland 23 Uhr. Das heißt, wenn du von 23 Uhr einschaltest und dann bis 12 Uhr guckst, dann solltest du safe sein. Wenn nicht, guckst du in der nächsten Woche nochmal ein paar Minuten rein und dann ist alles gut. Leute, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Glück gehabt wie ich. Ich hätte mir natürlich lieber wirklich Ball auf Small Forward gewünscht oder vielleicht noch irgendwas Geiles für Point Guard, aber das ist alles okay. D-Rob auf Power Forward feiere ich sehr hart. Und jetzt will ich wissen, was ihr gezogen habt, was ihr bekommen habt, falls ihr die Twitch-Drops schon genutzt habt. Schreibt es bitte in die Kommentare. Zeigt das Video allen Anfängern, die ihr kennt, weil die profitieren davon tatsächlich am allermeisten für die letzten paar Wochen NBA 2K. Schaut auch auf meinem anderen Kanal vorbei, auf dem ich den Real-Life-NBA-Content mache, All-NBA. Link ist in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Ciao.